Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians Hot Base, der mit dem Hut, und ja, dieses Video ist ein bisschen plakativ, beziehungsweise der Videotitel, und sorry für den Clickbait, aber ja, im Endeffekt geht es hier darum, naja, mit den Deutschen, das ist so der Videotitel, ne? Warum die Deutschen oder warum man mit Deutschen keine richtige Musik machen kann oder warum die Deutschen schlechte Musiker sind, beziehungsweise eigentlich will ich auf die positive Fehlerkultur halt hin. Und auch dahingehend über, naja, agile Möglichkeiten in der Musik überhaupt dann zu wirken. Und zwar, naja, wir Deutschen, wir sind halt so ein bisschen, was heißt wir Deutschen, ne? Aber ich zum Beispiel, ich bin so richtig typisch Bio-Deutsch, ne? Keine Einflüsse irgendwie von außen. Mein Vater, ich bin jetzt 39, mein Vater ist Baujahr 45, so richtig schön autoritäre Kindserziehung mitbekommen für die Leute, naja, die damit nicht ganz so viel anfangen können. Das ist so, Kind steht hier, Eltern stehen hier und die erzählen immer so, ja, ne, du musst hier das und das machen und du hast keine Möglichkeit, irgendwie eigene Meinung zu haben und so weiter. Und ne, wir sind hier Nachkriegsgeschichte, beziehungsweise ne, Nachkriegsdeutschland, und wir müssen das Land aufbauen, und wenn wir Fehler machen, ne, Fehler ist gleich Tod und Fehler darf man halt nicht machen und ne, du musst arbeiten und ja, das ist halt so dieses ganz, ganz typische deutsche Denken, so, und dann denkt man sich, ja, okay, ne, weil, wenn man mal so an Musiker oder an Künstler halt so denkt, ne, komm, ne, habt ihr euch bestimmt auch schon mal dabei ertappt, dass man sagt, ja, das ist ja gar keine richtige Arbeit, ja, für uns Deutsche ist Leistungsgesellschaft, ne, wenn wir in der Schule sind, Schulsystem ist auch einfach so defizitär. Einmal nur so als kleinen Hintergrund von mir. Ich bin ja eigentlich Bildungswissenschaftler, beziehungsweise habe Bildungswissenschaften studiert, aber auch Medienpädagoge, kenne mich ziemlich gut mit modernen Lerntechniken aus, E-Learning 4.0 und so weiter. Und ich habe gerade tatsächlich sogar jetzt gerade aktuell eine Weiterbildung, machen wir mal ein kleines Fernstudium nochmal gemacht, zu halt eben genau diesen Themen, moderne Arbeitsstrukturen, moderne Gesellschaften und so weiter. Und ja, ne, was hat das jetzt Ganze halt mit Musik zu tun, ne? Weil gerade als ich gesagt habe, Schulsystem und sowas, ne, unser Schulsystem ist darauf aufgebaut, dass wir immer, du machst einen Fehler und das ist schlecht, ne? Man hat einen Test, ne, 10 Fragen, und wenn man eine Frage falsch beantwortet, hat man schon entweder nur noch eine 1 minus oder eine 2 oder so weiter. Und im Studium zum Beispiel Multiple Choice Test, das ist ganz, ganz furchtbar einfach, ne? Weil es einfach so Wissen so reglementiert und immer wieder, ne, das ist ein Test. Und Fehler, und Fehler dürfen wir nicht machen. Gerade wir Deutschen sind so darauf erpicht, so darauf trainiert. Und das könnt ihr einfach mal selber dann so korrigieren oder beziehungsweise so kontrollieren für euch, ne? Weil irgendwie alles in unserem Leben war oder ist halt reglementiert, immer auch Verbote, ne? Das und das darfst du nicht, das und das und hier. Und wenn du einen Fehler machst, dann ist das schlecht. Und es muss aber, oder man muss viel mehr zu einer positiven Fehlerkultur. Und da fragt ihr euch jetzt die ganze Zeit, was hat das denn mit Musik zu tun? Ja, ich habe sehr, sehr viel Musik mit Deutschen gemacht, ne? Und Deutsche ist das so, wenn du sagst, komm, lass mal treffen und wir machen uns mal, oder wir schreiben mal ein Lied, so, nee. Ich schreibe zu Hause meine Riffs, ich schreibe auch eigentlich das ganze Lied so, ich präsentiere dir das und dann übernehmen wir das bitte so, ne? Und dann sagst du, ja, aber ich habe da eine coole Idee und so, nee, das ist nicht vorgesehen, nee, das möchte ich nicht. Oder wenn man sagt, komm, wir jammen mal eine Runde, nee, jam kann ich überhaupt gar nicht, so. Aber auf meine Schüler mal bezogen, ist es halt sehr oft, dass ich sage, komm, lass uns doch einfach mal, oder triff dich doch einfach mal mit ein paar Leuten einfach ein bisschen Musik machen. Ey, du bist schon so gut, du kannst mal in eine Band. Nee, dafür bin ich noch zu schlecht. Nee, also eine Band könnte ich vielleicht mal irgendwann, wenn ich mal gut genug bin. Und genau das ist unser Denken, wenn ich gut genug bin. Das heißt, ich bin jetzt, ich habe noch so viele Fehler, ich habe so viele Defizite, dass ich noch nicht mit anderen Musik machen kann. Das ist Schwachsinn im Endeffekt, weil alles so, wenn ihr ein bisschen klatschen könnt oder so, könnt ihr mit anderen Leuten da Musik machen. Und andere Kulturen, deswegen sage ich auch das mit dem Deutschen, ja. Es ist sehr, sehr cool, dass wir seit vielen Jahren ein bisschen Heterogenität bekommen in der Gesellschaft, also so, ne, Diversität, und dass einfach, ne, viele Kulturen, viele, viele Meinungen, viele Leute dann zusammenkommen, weil dadurch entstehen dann halt dann wirklich solche Synergieeffekte, dass man einfach sich, zum Beispiel, ich habe ganz, ganz toll Musik mit türkischen Mitbürgern gemacht, die haben ein ganz anderes Verständnis von Musik, die haben ein ganz anderes Feeling dabei. Jeder, der mal bei einer türkischen Hochzeit war, weiß, wovon ich rede, und da stehen die sich nicht hin und sagen, oh, mal gucken, ja, die Baklama, die er da spielt, ach, guck
mal hier die und die Torleiter. Nee, die tanzen einfach, die singen und die nehmen Musik ganz anders wahr. Und auch beim Musizieren ist es so. So, und der Deutsche sagt, na, also die und die Musik, ne? Also wenn wir Deutsche an Musik denken, dann denken wir an Bach, an Beethoven und so weiter, ne? Und so an Klassik, und das ist halt alles so reglementiert und das ist halt, da muss man studieren für, ansonsten kann man das nicht wahrnehmen, die Musik, und ach ja, das ist, und klassische Musik und so weiter. Und wenn man dann aber mal mit Musikern, also mit deutschen Musikern zusammenarbeitet, ist es wirklich teilweise echt schwierig, weil sie immer auf dieses Fehler, auf diese Defizite konzentriert sind. Ah, das ist noch nicht so gut und so, ach ja, ich weiß nicht. Und dann tut man dann so ein bisschen humble, also so ein bisschen demütig, aber im Endeffekt ist es dann nur so, dass man sich, ne, dieses ganz typische, womit man groß geworden ist, so dieses, dass du ja nicht angreifbar bist, ne, dass du immer Fehler machst, oh nein, ich mache einen Fehler. Und so ist es halt auch in der Firmenkultur oder beziehungsweise bei vielen alteingesessenen Organisationen, dass man, ne, wenn du einen Fehler machst, bist du raus, ne, high and fire und so weiter. So, und das hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank aufgehoben, positive Fehlerkultur heißt das, dass man, und halt agiles Arbeiten für Leute, die das entweder noch nicht kennen oder vielleicht sogar kennen, ist, ne, dass man sich schrittweise an eine Lösung heranarbeitet, aber mit Feedback von ganz vielen anderen Menschen oder im Team, und dass man sich einfach austauscht. Und dass, selbst wenn man Fehler macht, ne, nicht selbst wenn man will Fehler machen, weil jeder Fehler ist ein Schritt quasi zur Lösung. Und das ist so sehr cool in der Musik, weil wenn ich jetzt sage, so, ich spiele irgendwie, ich habe einen Riff gebaut, so, das ist ganz cool und ich komme jetzt gerade nicht weiter. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Bridge oder die Melodie, irgendwas kickt noch nicht so richtig. So, und dann kommt, ne, der Mitmusiker und sagt, ey, ich habe eine coole Idee. So, und dann statt sich dann so angegriffen zu fühlen oder so, dass man sagt, nee, also ich habe mir das aber so und so gedacht. Sag mal, okay, was hast du für eine Idee? So und so, ey, das ist geil. Und das sieht man eher bei internationalen Musikern oder bei internationalen Menschen. Ne? Bei deutschen Musikern, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht man sehr häufig, nein. Es gibt natürlich, man kann das nicht über einen Kamm scheren, gar keine Frage. Ja? Man kann generell alle Sachen nicht über einen Kamm scheren. Und auch dieses mit den deutschen Musikern will ich gar nicht so darstellen, weil wir werden so internationalisiert seit Jahren. Es gibt nicht mehr diese deutschen Musiker. Und ich kenne auch ganz viele deutsche Musiker, die halt international handeln. Und man sieht das auch, wie die Lieder schreiben, wie die Songs schreiben. Und jeder, der dann halt dieses Fehlerbasierte, dass er sagt, nein, ich möchte keinen Fehler machen, ich spiele lieber die und die Tonleiter und alle Noten müssen korrekt sein, ja, das ist langweilig. Die Musiker oder die Songs, die ihr richtig geil findet, müsst ihr mal schauen. Eddie Van Halen hatte so viele kuriose Noten dabei. Oder ein Jimi Hendrix, ja. Diese Genialität von Jimi Hendrix kam daher, weil ihm teilweise das Schnuppe war, was das war, sondern er war halt kreativ. Genauso wie Kurt Cobain, dem war das Schnuppe. Ja, und dafür feiern die Leute. Und keiner feiert so dieses, ne? Ansonsten können wir auch einen Roboter da hinstellen. Es gibt Musikprogramme, die Songs einfach dann schreiben, dann kann ich das ablaufen lassen. Das ist sehr korrekt, ja, ne? So wie Deutsch, ne? Korrekt, Autobahn, ja, Stau. So, ihr wisst, was ich meine. So, und diese positive Fehlerkultur, das ist jetzt nicht nur auf die Musik gemünzt, sondern versucht das mal in euer Denken reinzunehmen. Ich weiß, als Deutsche oder als Leistungsgesellschaftler hier im Mittleren Westen ist das echt schwierig, dass wir sagen, ja, wir wollen Fehler machen. Wir wollen nicht nur, es ist nicht so schlimm, sondern wir wollen Fehler machen. Und Fehler steht aber als Synonym dafür, dass ich sage, ich komme ganz Schritt für Schritt, ich probiere was aus, das funktioniert vielleicht nicht so richtig und dann gehe ich weiter. Ne? In den USA ist es so ganz typisch, dass Kinder so groß werden, dass sie sagen, okay, was kann ich denn als Unternehmen machen? Ne? Irgendwie, ich nehme Zitrone, mache daraus irgendwie dann Limonade, okay, das hat nicht dann funktioniert, ich probiere es dann weiterhin. Ne? Hat schon einen Grund, warum Silicon Valley in den USA ist. Und wir Deutschen, in Deutschland ist es einfach so, ne, das ist so defizitär unsere digitale Transformation, da kannst du einfach, ne, da gibt es keine Argumente dafür oder dagegen, ne, das ist halt einfach so. So, und das ist aber auch Sinnbild einfach unserer gesamten Gesellschaft und deswegen gibt es auch nicht viel richtige Musiker, richtige Musik aus Deutschland. Ja, der Metal-Bereich, also es gibt, ne, draußen, dann, boah, deutscher Metal ist geil, aber ne, deutscher Metal ist halt, ne, so Death Metal oder, ne, normaler Heavy Metal oder so, das ist halt nach gewissen Regeln und dann musst du dann guck dir mal die Leute an, die das anschauen, so mit 50er oder älter, ne, mit so einer Weste, so diese Metalheads stehen dann so. Und dann sagen sie, boah, guck mal da, ne, ah, das war aber nicht so gut, das hat er beim letzten Konzert, konnte aber besser singen.
das Solo, das hat er aber auch schon mal. Das ist ganz typische, ne? Immer auf Fehler hinweisen. Und davon wollen wir weg. Und deswegen jetzt mein Appell, um das Ganze mal jetzt abzuschließen, mein Appell an euch, wenn ihr einfach Musik macht, dann geht hin, nehmt euch irgendwelche Leute und macht einfach Musik. Das ist egal. Ne? Selbst wenn die Lieder nicht perfekt sind, weil dieses perfekt, ne, das ist auch schon wieder so ein Wort, ne, was nur wir, naja, ne, so diese Leistungsgesellschaft, etwas muss perfekt sein. Nein, muss es nicht. Ein Song muss Gänsehaut erzeugen. Und wenn da nur schiefe Noten drin sind, dann ist das halt so. Und das schiefe Noten, alleine das, ne, eine schiefe Note, es gibt keine schiefe Note, es gibt einfach nur die Note. Und wenn ihr sagt, ah, ich nehme jetzt schiefer, dann ist das eure persönliche Wahrnehmung. Ja, aber man spielt auch ein bisschen mit schiefe Noten, der Jazz oder sowas. Das ist halt einfach so, dass man versucht, vielleicht sein eigenes, ne? Matthias Eklund hat immer gesagt, ne? Wir versuchen, oder man soll sein, ne, seinen eigenen Bart, grow your own mustache, den soll man quasi wachsen lassen, also so was Eigenes auf die Beine stellen. Und man wird viel zu viel von, naja, dieser Sozialisation, die man erfahren hat, so davon gebremst, dass man sagt, nee, das kann ich ja nicht, oder nein, ich muss ja erstmal das und das können, bevor ich mich mit irgendwelchen Leuten treffe und Musik mache. Das ist das Gleiche, um das nochmal abzuschließen, das ist das Gleiche, wenn ich einfach ein paar Leute da habe und sage, ey komm, wir gehen in den Garten, nehmen uns eine Pulle Bier und pöllen so ein bisschen. Da sagt auch keiner, ah, das ist jetzt aber nicht wie in der Bundesliga hier oder so, ne, sondern man hat einfach Spaß. Und das vergessen ganz viele. Musik ist dazu da, um Spaß zu machen. Wir reden jetzt nicht davon, irgendwie die Leute, die professionell auf der Bühne sind oder so. Da kann man dann wirklich, ne, wenn ich dafür zahle, dann möchte ich aber auch, dass die eine vernünftige Leistung erbringen. Aber auch das sind einfach Menschen. Wenn die sich mal verspielen, ja, dann ist das halt so. Und dieses, gerade ne, bei YouTube so, ah, das ist aber nicht so toll. Oder, ah, der Sound, da ist aber viel zu viel Bass drin. Oder, die Note war aber jetzt nicht so toll. Mein Gott. Und aber viel mehr hin zu positiver Fehlerkultur, viel mehr zu agilem, naja, Arbeiten, agilen Denkweisen. Agil heißt halt, ne, dass wir einfach versuchen, ne, eine Lösung zu finden. Und eine Lösung ist hier zum Beispiel dann das Lied. Ich habe ein Lied, ich möchte was Gewisses ausdrücken und dann arbeite ich mit meiner Band zusammen und dann wir erschaffen einfach irgendwas. Dieser Erschaffensprozess ist viel wichtiger, als dass man sagt, also ich habe das Solo geschrieben und von mir sind ja auch eh die ganzen Riffs und so und ihr habt ja eigentlich gar nichts dabei gemacht und ne, also ich schreibe auch nur Hits, ne. Oh, eklig. Habe ich ganz viel mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Habe ich gesagt, nein, will ich nicht mehr. Oder auch so dieses, nee, ach das und das, ach nee, will ich. Immer dieses Negative und so. Ne? Deswegen bleibt positiv und macht einfach euer Ding und versucht einfach, quasi, wenn ihr einen Fehler macht, dann ist es halt so. Und wenn ihr dann einen Riff noch nicht richtig perfekt spielen könnt, dann ist das halt so. Und es wird halt, versucht bitte Fleiß an den Tag zu legen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ihr müsst fleißig sein. Und vor allen Dingen, mein Schlagzeuglehrer hat immer gesagt, die Grundsätzlichkeit ist die Begeisterung fürs Instrument und natürlich dann auch die Begeisterung für die Musik. Und so ist es halt, ne? So kann ich alles, ich kann immer alles madig reden, aber ich kann auch sagen, ach ja, ich könnte ja mehr, wenn ich mehr üben würde. Ja, dann üb doch mehr. Und wenn du nicht mehr übst, dann ist es halt so. Dann mach aus den Sachen, die du dann quasi jetzt, ne, wenn du sagst, okay, ich übe halt nicht so viel, aber ich kann drei Akkorde, ja, dann schreibst du mir den drei Akkorden Lied. Ich hab da ein Buch, wo es nur darum geht, um drei Akkorde Songs mit drei Akkorden, deswegen, ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ich hoffe, ich konnte euer Mindset vielleicht ein bisschen zurechtrücken und, naja, ist halt ein schwieriges Thema, ne? Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, ihr könnt natürlich mich als Lehrer buchen. Ich werde auch zum Beispiel jetzt gerade bei der Diakonie bin ich als Dozent gebucht und so weiter, hat aber mit Musik nichts zu tun. Musik ist einfach, ne, für mich so ein professionelles Hobby. Ich gebe Unterricht, was heißt professionelles Hobby, aber ne, Musik ist für mich nicht einzig das, was, ne, das sehen ja auch sehr, sehr viele, Musik ist so losgelöst von allem drum und dran. Nein, Musik ist allgegenwärtig, ne? Und ich finde es immer ziemlich cool, verschiedene Themen, deswegen habe ich auch Bildungswissenschaften studiert, um solche Themen Bildung und ne, gesellschaftliche Veränderungen mit in das Thema Musik reinzunehmen. Und da wird noch einiges passieren, weil ne, dieses Starre, dass wir einfach nur Musik, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nur handgemachte Musik ist gute Musik. Was ist handgemacht? Ja, mit Instrumenten. Mhm. Ich selber sehe es, elektronische Musik ist richtig gut und es ist egal, ob eine Note an der Gitarre gespielt wird, am Klavier, am Synthesizer oder gesungen wird. Es geht um die Note, es geht um den Sound, es geht um Stimmung, es geht um Emotion, es geht darum, Gänsehaut zu kriegen. Ja? Und es geht nicht darum, wenn das nicht an der Gitarre gespielt ist, dann ist das keine gute Musik. Abschließender Bericht davon ist, ne, ganz viele sagen, Helene Fischer oder Schlagermusik. Ganz, ganz viele
Metal-Strukturen, Metal-Melodien, Metal-Harmonien kann man vergleichen mit Schlagersongs. Und das ist ein Statement von mir, wo ich sage, ne, das ist dann immer sehr, sehr interessant. So, jetzt habe ich euch ganz viel zugeschwallert und ich hoffe, dass ihr jetzt einfach positiv an die Gitarre geht. So, liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.